Wenn Denglisch gesucht wird. Let's take a look. Willkommen. My name is Sean Huggins and this is React with Hugs. I want to see how he reacts when he thinks no one's watching. I can't help it if he's weird. He's American. He's going crazy with that work. Everybody reacts differently. I think he's weird, but that's me. He's American, you know. Welcome to React with Hugs. Let's hop straight into today's comment of the day. So today's comment of the day comes from Arcturus Phoenix with a €2 donation. Thank you so much for the €2. It really helps me and helps grow the channel, and I can't say enough nice things. Thank you so much. Not necessary at all, but obviously greatly appreciated. But Arcturus says, yeah, tropical island near Berlin. I was there this year and it was really amazing. I was there 4 years ago, but I have to say that the service wasn't as friendly as it was back then, and the hotels are extremely expensive. This is referring to Tropical Island, which is an indoor water park that I did a video on a little while ago. And it looks amazing. It's built inside of a giant decommissioned airplane hangar, and it looks amazing, but I don't know, if it's super expensive and the service isn't so good, I don't know, man. I don't know then. Maybe I'll check it out, but I don't know. If any of you guys have ever been to the Tropical Island indoor water park place, then you can share your experiences in the comment section. Maybe it's good. Maybe it's better. I don't know. But either way, Arcturus Phoenix, thank you again for the €2. Very much appreciated. And let's hop into today's reaction. All right, so today I have a new person that I'm checking out on the channel, Phil Laude. He has over 1 million subscribers, and I guess he does comedy sketches, sketch comedy, German sketch comedy on YouTube. And I found this one, Wenn Denglisch gesucht wird, which is, it's already pretty funny. So I don't know. We're going to see if you guys like the reaction to German sketch comedy. As always, leave your comments down below. But without further ado, los geht's. Ja, hi, ich bin Phil Laude und ich bin einfach so crazy, extremely, ach komm, fuck it, ich bin einfach full frontal addicted to Denglish. Full frontal addicted to Denglish. Dude, that first, fuck it. That is like the most perfect Denglish thing ever. I think all of my German friends, all of my German family, Isa, everybody that I know has said, fuck it, at some point. That is already so hilarious. Nothing is going to beat that. That is the most perfect Denglish thing in the whole video, guaranteed, and I don't even have to watch the rest of it. Eigentlich hat es total harmlos angefangen. Ja, ich habe einen Job angenommen in einem hippen Startup im belgischen Viertel. Und da war es einfach so Teil der Company Culture. Ja, es gab Meetings, es gab Deadlines, es gab Brainstormings. Brainstormings? Dude, this is so good. Not only is he slipping those little Denglish words in there, but its pronunciation of the English words is so spot on, it makes it stand out even more. This is so funny. Und ja, irgendwie war ich halt ein bisschen hooked. Ja, also ist halt schon nice, so zu talken. Dude, this is how so many people talk to me basically nicht mehr auf. Denglish. Also basically. Ja, wie ist das deutsche Wort? Kannst du mir noch die Zahlen für die Präsentation schicken? Yes, kriegst du ASAP in deine Inbox. Magst du ein PDF oder Microsoft Word? Ist egal. Okay. Ich geh mir mal einen Kaffee holen. Ja, bringst du mir ein Flat White mit? Okay. Nice. Coffee Outsourcing? Done. Dude, how he overpronounces the R's is so perfect. It's so good. Microsoft Word? That's so funny. Office Buddies verstanden haben. Da habe ich so gegettet, you took it too far. Das ist irgendwie einfach übertrieben. Alina, ich glaube, dein Mic ist auf Mute. Wäre es für dich okay, wenn du die Slides einfach den Desk sharest? Mit den Slides? Du bist so immer good. Noch auf Mute. Verstehst du mich nicht? Hello? Du bist gemutet, Alina! Oh
come on, ey, Englisch ist doch irgendwie ein Basic Skill, oder nicht? Ja, also, dass das keiner versteht, so I doubt it. Ne? Ja. Irgendwann hat es mich auch krass in meiner Privacy eingeschränkt. Wisst ihr schon, was ihr trinken wollt? Ich hätte gern einmal hier diesen Rotwein. Sehr gerne. Oh, same, aber dry. Ja. Okay. Was ist eigentlich in letzter Zeit los mit dir? Irgendwie erkenne ich dich gar nicht mehr wieder. Ich verstehe das nicht, was du jetzt schon wieder hast. Lass doch einfach mal ein bisschen relaxen und dieses Dating joinen. Hier, einmal der Wein. Oh, dude, that's the second most classic. Ein bisschen relaxen. So good. Ich hatte dry gesagt. Aber du hast doch dry gesagt. Oh, dry. Dude. Dry, trocken. Dry, dry. Obviously so misunderstanding, good. Aber ich zahle dafür nicht. That's so good. That's so awkward. Yeah. Thanks. Ja, irgendwann hat mich einfach thanks. So literally niemand mehr verstanden. Also es war horrible AF. Sorry? Ich habe gerade irgendwie Connectivity-Issues. Könnten Sie mir sagen, wo hier der Coworking-Space ist? Um was geht's denn? Hier soll so ein Shared Office in der Nähe sein. Was? Ich suche das örtliche Joint Office Environment. Jetzt bitte nochmal auf Deutsch. Ja, komm nicht drauf. Ich glaube, ich kann dir nicht helfen. Excuse me? He's so disgusted. Ja, keine Ahnung. Irgendwann gab es einfach in so totally normal situations einfach wegen so einem kleinen Bullshit direkt Beef. Ja, oder der hier. Ah, oh, der ist richtig wack. Lass mal lieber auf meine Watchlist. Dude, this guy knows so many good little stupid danglish words and phrases and stuff. This is hilarious. Was ist denn da los? So better whack. Kannst du mir kurz mein iPhone unpluggen? Das charge da drüben. Unpluggen. Nein. Kannst du bitte aufhören? Wir müssen keinen Film schauen. Von mir aus auch Digital Detox. Ich detoxe hier gleich mal was ganz anderes. Hey, ein Sabbatical bin ich sofort dabei. Sure, why not? I like. Oder wir gucken jetzt einfach den Film, den du schauen wolltest und machen ein bisschen Netflix and chill. Huh? Oder du machst das alleine und ich grab mir ein Buch. Oh! Damn! Krasser Plot-Twist. Irgendwann hat mich dann dieses ganze... Classic Plot Twist. Oh, dude, this is so ridiculous. I love this. English Game einfach so richtig von A Side of Life attacked. Dann hast du meine High Protein Overnight Oats gegessen? Deine was gegessen? Nein, habe ich nicht. Könntest du auch mal aufhören mit diesem ganzen Denglisch? Das ist einfach nur noch unangenehm. Ja. Oh. Excuse was? Me? Gott, Phil, so hat man vielleicht vor 10 Jahren noch gesprochen. Aber mittlerweile ist es einfach nur noch peinlich. Und es gibt mir den übelsten Ick. Wow, okay, das ist jetzt für mich eine Red Flag, was soll ich sagen? Eine Red Flag? Also wirklich, du merkst es gar nicht mehr. Was? Es ist so viel Denglisch, es ist einfach nur noch cringe. Cringe. Es fällt oh. Ab. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich it's spreading. So crazy spread über die the webs of Denglish. Ich hätte früher einen Stop-Loss setzen müssen, you know? Amanda, kleines Feedback. Habe ich danach gefragt? Nee, ist auch gar nicht wertend gemeint, aber ich dachte, wir sind ein Zero-Waste-Household, also... Oh Gott. Okay. Es reicht langsam. So kann das echt nicht weitergehen. Sag ich doch, Global Warming is real, aber keine Sorge, ich bringe die zurück ins Store und hole eine Organic. Nein, Phil, du verstehst nicht. Weißt du was? Es dude, he's just gonna start, like, just speaking English soon. It's, I think it's more English words than Deutsch words at this point. This is hilarious. Es ist aus. What? Oh Gott. Okay. It's over. Nee, verstehst komm, du? Nein, gib uns noch eine Chance. Wir machen eine Teambuilding-Maßnahme. Wir gehen zusammen in die Mall oder zum Street Food Festival. Wir machen Paartherapie. Und dann lass uns zumindest einen Breakup-Podcast machen. Ich war so einfach der losteste Mensch, den man sich vorstellen kann. Und genau in dem Moment ist mir plötzlich die Solution so richtig klar gewesen. In die Höhe? Ich ziehe nach Berlin. Berlin calling. Hi, what can I get you? Ein Melocino decaf with oat milk to go. All right, no problem. Here you go. Thank dude, you. That person is definitely American. Have a nice day. No, really. Thank you. Have a nice day. Thank you. Yeah.
Ja, danke für das Interview. Ja, auch vielen Dank. Darf ich noch wegen meiner Living Situation ganz kurz, also wenn ihr in Berlin vielleicht irgendwas habt zur Zwischenmiete oder so, dann bin okay, ich gerne euer alles Guy. Klar. Also gut, ich würde alles mit Kosten bei mir melden. Bin da auch für alle Wohnmodelle auch cool. Nee, ist jetzt auch okay. Oder Roomsharing. Ich zahle auch pünktlich in PayPal mit Bitcoin. Oh man, that was hilarious. I am definitely going to be watching more of this guy's videos because that was actually really well produced and shot, and the jokes and the acting and the everything was so top notch in that for a YouTube video. That was crazy. That was so good, so funny, so well made. This guy's a freaking beast. That was amazing. It's funny though because like sometimes I'm talking to people in German and it's like it's basically Danglish because it's like my German isn't perfect and the other person's English isn't perfect. And so we kind of meet in the middle and it ends up being like Danglish. And yeah, dude, this video is so relatable. It's hilarious. But I'm curious what you guys think. Do you want to see more of Phil Lauda? Do you want to see more German sketch comedy on this channel? Let me know down in the comments below. But that's all the time that I have for today. Thank you guys so much for being here. And as always, I'll see you guys tomorrow. Peace.